willkommen zu unserer Tutorial-Reihe Flyer-Erstellung mit freier Software. Ja, hallo, das erste Programm, was ich euch heute vorstelle, beziehungsweise heute werde ich euch nur ein Programm vorstellen und da werden wir auch noch eine ganze Menge Videos zu machen, ist das Programm GIMP. GIMP ist ein Akronym, das heißt GNU Image Manipulation Programm. Ich bin hier gerade auf der Webseite von GIMP.org. Die Webseite habt ihr im letzten Video bei der Installation mal kurz kennengelernt. Ihr seht, das ist jetzt wieder ein paar Tage her und ich habe jetzt hier schon wieder die Version 2.8.18. Aber das Prinzip des Runterladens, wir haben hier wieder einen Download-Button, ist ja immer das gleiche. So, hier steht jetzt so einiges in Englisch. The Free and Open Source Image Editor. Also GNU ist eigentlich ein Projekt. Das kommt aus der Linux-Zeit und zwar hat da mal ein skandinavischer Professor für seine Studenten ein Betriebssystem entwickelt, um denen das näher bringen zu können. Zu der Zeit, das war so 1970 rum, glaube ich, gab es dann hauptsächlich dieses teure Unix-Betriebssystem. Rechner zu Hause war noch überhaupt nicht vorstellbar, das waren noch ganze Räume voll. Und er wollte auf jeden Fall seinen Studenten dieses Programm mal vermitteln und dann hat er sich hingesetzt und einfach mal angefangen, ein Programm, ein Betriebssystem selber zu schreiben. Der Junge hieß Linus Torvald und ihr kennt es vielleicht unter dem Begriff Linux. So, und daraus ist dann der hat das dann seinen Studenten freigestellt oder dass die das benutzen könnten und weiter dran rumprogrammieren, denn das war der ganz große Schritt. Er hat den Quellcode, den Source Code, hier haben wir es, den Source Code frei veröffentlicht und sozusagen den Open Source, also die offenen Quellen, damit seinen Studenten freigegeben. Die haben das auch wunderbar benutzt. Das Internet hat sich da immer weiter verbreitet und es wurden immer weiter dran programmiert und es ist eine riesige Community entstanden und dieser riesigen Community, der haben wir diese Programme wie GIMP, Scribus und was hatten wir noch? Inkscape und eine ganze Menge mehr. Da gibt es einen riesen Pool, was man sich da herunterladen kann. Alles frei, man muss nur die Lizenz bestätigen. Und die Lizenz sagt eigentlich, es ist eine Copyleft-Geschichte. Also Copyleft ist eigentlich das Gegenteil vom Copyright. Copyright kennt ihr wahrscheinlich alles. Also jedes Bild, was Copyright geschützt ist, dürft ihr nicht benutzen. Beim Copyleft ist es genau umgekehrt. Ihr dürft das Bild oder was Copyleft ist, dürft ihr nicht verkaufen. Das war nämlich der entscheidende Punkt, den dieser Linus Torvald ins Leben gerufen hat. Es darf nichts verkauft werden. Klar, es werden Distributionen verkauft, Linux-Distributionen, aber die sagen dann, ja, das sind unsere Druckkosten von den Büchern, von den CDs und so weiter, was wir rausgeben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. GIMP ist ein Grafikprogramm oder ein Bildbearbeitungsprogramm, Image Manipulation Program, mit offenem Quellcode für jedermann zugänglich und wer es kann, der kann das auch noch weiter bearbeiten, verändern und sonstiges. Und deswegen benutzen wir GIMP, denn so können wir viel Geld sparen und ich denke, GIMP ist mittlerweile sehr, sehr leistungsstark geworden und kann auch schon den ersten kommerziellen Programmen wirklich Parole bieten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde hier mal GIMP starten. Moment, da habe ich GIMP. Oh, das war das zweite Fenster, jetzt haben wir es. So. Und hier seht ihr, oben im Menü habt ihr den Punkt Fenster und da habe ich den Einzelfenstermodus angeklickt.
Und das ist jetzt der Einzelfenstermodus im ursprünglichen Vergeben so aufgebaut, dass wir hier den Werkzeugkasten hatten mit den Werkzeugeigenschaften. Also hier oben, das hier, diese ganzen Symbole sind eure Werkzeuge. Hier unten drunter seht ihr die Eigenschaften der Werkzeuge. Zum Beispiel, wenn ich hier auf dieses A gehe, das ist das Werkzeug für eine Schrift, dann kann ich hier unten die Schriftart auswählen. Ich kann die Größe der Schrift auswählen. Ich kann hier die Größe in Pixeln. Oder in Punkten, glaube ich, auch. Ach, hier seht ihr, da habe ich die ganze Möglichkeit in Zoll, in Millimetern. Und diese ganzen Einheiten kann ich sogar verändern. Und machen die Standardeinheit Pixel. Ich kann die Schriftart ändern. Und hier kann ich auch die Farbe der Schrift ändern. Ich nehme jetzt mal eine grüne Schrift. Und ihr seht, hier habe ich eine grüne Schrift. Okay, jetzt habe ich jetzt hier mal mit dem Werkzeug, diesen Eigenschaften, das Werkzeug eingeschaltet und möchte jetzt hier mal klicken. Aber ihr seht, hier ist jetzt gar nichts. Ich kann hier nichts machen. Ich muss jetzt erstmal ein neues Blatt haben. Und wir werden jetzt mal ein Blatt A4 nehmen, Datei neu. Und ihr seht, hier habt ihr eine ganze Menge Vorlagen für 640x480 Pixeln. Das ist die Bildschirmauflösung jeweils. Und wir nehmen aber mal das A4-Format. Und seht hier hinter noch in Klammern 300 ppi. ppi heißt so viel wie Pixel per Inch. Ein Inch ist 2,4 cm, 2,41 und geht noch weiter, glaube ich. Und wir haben 300 Pixel auf diesen 2,41 cm. Das ist bei diesem Bildschirm, wenn ihr einen Bildschirm oder einen Monitor oder auch beim Fernsehen, da habt ihr ein paar Auflösungen, die sind wesentlich geringer. Das ist für die Druckerei wichtig. Also 300 dpi, Dot per Inch oder ppi, wie wir es hier sehen, Pixel per Inch, das ist eigentlich so Druckereistandard. Zum Drucken kommen wir nochmal, wenn wir mit Scribus arbeiten. Da werde ich dann nochmal im Einzelnen drauf eingehen, wie wir unseren Flyer für die Druckerei fertig machen. Okay, wir nehmen A4 Flyer und zwar im Querformat. A4 Flyer habe ich jetzt schon gesagt, und zwar seht ihr das hier, wenn ich dieses Blatt, dieses A4 Blatt ungefähr drittel, oder wenn ich das genau dritteln würde, ich mache es jetzt hier ungefähr, dann hätte ich hier, je nach Falz ist das, wenn man das knickt, dann hätte ich eine Vorderseite und eine Rückseite, und wenn man sich das vorstellt, dass man das hier nach innen klappt und das nach innen klappt, dann hätte man hier den Mittelteil. Und so sieht das dann aus. Das ist der typische Standard-Flyer oder eigentlich Standard-Falz, nein, wie nennen wir, Falt-Flyer, ja, oder Faltblatt, sagt man eigentlich. Flyer ist eigentlich nur einseitig, wenn wir es streng nehmen. Das Faltblatt ist mehrseitig. So, dann hätten wir 6 Seiten, und zwar hier 1, 2, 3 und das nochmal von der anderen Seite 6 Seiten. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal dieses A4. Dann kann man mal sehen, dass man dann mit GIMP einen schönen Hintergrund macht. Oder wir benutzen hauptsächlich, möchte ich GIMP benutzen, um Fotografien, Bilder, Pixelbilder freizustellen. So, da haben wir dann jetzt unser Blatt, unser Sheet, und wir haben gesagt, wir gehen auf dieses A, und jetzt schreibe ich jetzt hier mal einfach einen Text, wie so ein Programmierer das macht. Hallo World. So, fertig. Man sieht nicht viel, ne? So, da ist mein Text. Ich halte die Steuerungstaste fest und gehe jetzt hier rein, und ihr seht, oh, der ist aber verpixelt, ne? Wenn ich den jetzt auswähle. Jetzt habe ich hier einen Doppelklick gemacht, dann wählt er ein Wort, Steuerung A. Also Steuerung und A wählte das Ganze, und jetzt könnte ich das natürlich hier größer ziehen, aber das ist nur der Rahmen, in dem ich es größer ziehe. Ich müsste hier direkt die Schriftgröße verändern. So, hätte. Und wenn ich jetzt hier angekommen bin, dann macht er automatisch schon Zeilenumbruch. Möchte ich jetzt nicht, ich ziehe das noch größer. So, Hallo World. So, und ihr seht, es ist doch ein mächtig großes Blatt. Ich kann hier wirklich mit der Pixelzahl ganz schön hochgehen. Ich mache jetzt einfach mal 200. Kann ich auch eingeben. So, und ziehe das Ganze nochmal groß. So, was ist jetzt passiert? Oh, ich habe hier jetzt mein Journal eingebunden.
Journal, das sind die einzelnen Schritte, was ich gemacht habe. Und hier habe ich meine Ebenen. Also dieser Bereich hier, das sind anknüpfbare oder andockbare Dialoge. Und die sind aber genauso wichtig wie meine Werkzeuge. Ich arbeite jetzt auf der Hintergrundebene und habe eine zusätzliche Ebene, die nennt sich Hello World, hinzugefügt. Das passiert automatisch, wenn ich Text benutze. Wenn ich jetzt was zeichnen möchte, ich nehme jetzt mal den Pinsel, kann mir hier einen Pinsel auswählen. So, nehmen wir mal ein Sternchen und ich ändere nochmal die Farbe, damit ihr nochmal seht, wie das ist. Ich kriege hier so ein Farbmenü. Und zwar arbeitet GIMP mit RGB-Farben. Haben wir sie? Ja, da habe ich die Farbpalette. Das sind so die Standardfarben von GIMP. Ich habe hier immer drei Werte. Rot, Grün, Blau. Und da kann ich mir dann bestimmte Farben auswählen und die dann übernehmen. So, und jetzt zeichne ich mal. Und zwar mache ich mir hier so einen Stern. Den habe ich schon ausgewählt. So. Ja. Und die Größe kann ich hier in den Eigenschaften auch verändern. So, jetzt klicke ich hier einen Stern drauf. Das funktioniert nicht. Wisst ihr schon warum? Guckt mal. Wenn ich jetzt hier so reinklicke, dann kriege ich einen Teil des Sterns. Das liegt daran, weil ich diese Ebene ausgewählt habe hier. Hier, diese Ebene ist aktiv. Das heißt, ich könnte jetzt nur innerhalb dieser Ebene zeichnen. Weil das ist die Ebene für den Text. Und hier, diese Ebene ist nicht ausgewählt. Also würde ich jetzt sagen, Auswahl, nichts, geht nicht. Nein, ich klicke hier einfach um, gehe auf die Hintergrundebene. So, und jetzt kann ich auch hier einen Stern malen. So. Okay, ja, jetzt machen wir das alles nochmal rückgängig. Alles, was wir mit dem Stern gemacht haben. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Ihr seht ja das Journal. Da die Objektsichtbarkeit. Ich befinde mich auf dieser Ebene und jetzt könnte ich hier einen Stern malen. Das mache ich nicht. Ich werde das jetzt nochmal eine Ebene hinzufügen und zwar die nehme ich als transparente Ebene. So, da seht ihr es. Und jetzt sage ich hier mal, ich habe einen Doppelklick da drauf gemacht und die nenne ich jetzt mal um. Also sowas solltet ihr auch machen. Ihr solltet da nicht irgendwie Ebene 100, Ebene 204, sondern einfach jetzt mal was reinschreiben, einen entsprechenden Namen. Ich sage mal Sterne. So, diese Ebene ist aktiv. Das sehe ich hier durch diesen blauen Balken. Und jetzt klicke ich mal und zeichne hier ein paar Sterne. Ich kann natürlich auch Größen ändern, so. Hier nochmal eine Größenänderung oder ich kann den Winkel verändern, kann die Sterne so schräg malen. Ich kann natürlich wieder die Farbe der Sterne verändern. Also da könnt ihr euch freien Lauf lassen, könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. Gut, die beiden Sterne habe ich hinterher gezeichnet und jetzt bin ich mal richtig pedantisch. Jetzt sage ich, nee, die will ich nicht haben. Ich gehe wieder in mein Journal rein. Mache einen Pinsel rückgängig, mache den Pinsel auch rückgängig. Kann ich natürlich auch mit Bearbeiten rückgängig machen, das Ganze. Oder Steuerung Z, letzten Schritt rückgängig machen. Aber hier im Journal kann ich genau gucken, wo ich was gemacht habe. So, und jetzt sage ich noch eine neue Ebene. Diese Ebene nenne ich jetzt lila Sterne. Ups, jetzt habe ich Sterne. Ja, Doppelklick und dann könnt ihr da ein bisschen rumeditieren. Und jetzt machen wir noch eine neue Ebene. Wieder eine transparente Ebene, okay. Und die nenne ich Grün. Grüne Sterne. So, was würde passieren, wenn ich die lila Sterne angewählt habe und würde jetzt grüne Sterne zeichnen? Dann werden die grünen Sterne auf der lila Ebene gezeichnet. Das sieht man, wenn ich die jetzt hier ausblende, dann sind alle Sterne weg. So, das mache ich jetzt mal mit STRG Z rückgängig.
So, die beiden sind rückgängig. Ich wähle diese Ebene an und zeichne jetzt hier meine grünen Sterne drauf. Und jetzt könnt ihr sehen, hier haben wir die grünen, die blende ich aus. Jetzt haben wir nur noch lila. Und so habe ich praktisch mit meinem Pixelbearbeitungsprogramm gewisse Objekte erzeugt. Denn ich kann nicht wie bei meinen Vektorgrafiken einzelne Objekte auswählen, ich kann nur Pixelgruppen auswählen. Und das habe ich jetzt hierdurch gelöst, dass ich verschiedene Ebenen habe und damit zeichnen kann. Mein Hello World würde ich jetzt zum Beispiel gerne ändern, weil ich habe Hello World geschrieben, ich möchte jetzt Hello World schreiben. So, das Hello ist jetzt noch ganz klein. Schriftgröße hatten wir auf 200, glaube ich. Ja. So, jetzt habe ich das H noch vergessen. Auch 200. So. Und Texte kann ich editieren, denn Texte sind eigentlich nichts anderes als Objekte. Wenn ich diesen Text jetzt drehen würde, dann würde er diesen Textmodus verlieren und zu einem Pixelobjekt, sage ich jetzt mal, mutieren. So, das mache ich jetzt mal. Ich nehme mir hier ein Werkzeug raus fürs Drehen, da, und klicke hier auf den Text und drehe es hier einfach so. Jetzt gedreht, rotieren, und jetzt seht ihr, hier ist mein Text, aber diese Textsymbole, die sind nicht mehr davor. Wenn ich den Text jetzt nochmal bearbeiten möchte, dann gehe ich wieder auf mein A, mache einen Doppelklick und dann sagt er, was ist das denn hier? Das ist ja eigentlich eine Pixelgrafik und kein Text, aber dann kann ich es doch nochmal rückgängig machen und das Ganze bearbeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Farbe nochmal ändern. In lila, okay. Und müsste das jetzt aber wieder neu drehen. So. Und rotiert und fertig. Ich kann jetzt auch in diesem Modus sozusagen den Text skalieren. Aber das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Also wenn ihr mit Texten schon arbeitet, dann ist es eigentlich immer gut, wenn ihr jetzt nicht unbedingt irgendwelche kuriosen Überschriften machen möchtet, dann ist es immer gut, wirklich auch als Text zu arbeiten. Das wird dann sauberer gedruckt. So, jetzt haben wir hier den Text Hello World. Ich blende mal alles aus, dann können wir das mal durchgehen, damit ihr es nochmal seht mit den Ebenen. Das ist meine transparente Ebene, das ist meine aktive Ebene. Hier sieht man es jetzt auch, das ist jetzt ausgewählt. Jetzt wären die grünen Sterne ausgewählt, jetzt wären die lila Sterne und die Hintergrund. Das sehen wir aber alles nicht, weil diese Ebenen so groß sind, oder man kann es hier vielleicht ein bisschen erkennen, weil das dieser ganze Ebenenbereich ist. So, jetzt machen wir erstmal die Hintergrundebene. Da habt ihr eure lila Sterne, grünen Sterne und Hello World. So, das sollte es heute eigentlich mal gewesen sein. Ihr solltet jetzt so einigermaßen wissen, was sind Ebenen, wie arbeite ich mit den Ebenen. Vielleicht noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Ich nehme jetzt mal die grünen Sterne und lasse die so langsam verschwinden. Und zwar kann ich hier die Deckkraft einstellen, seht ihr? Das sind auch so die Sachen, die man mit Ebenen machen kann. Und dann schimmern die anderen hier auch schon so ein bisschen durch. Gut, was haben wir heute gelernt? Wir haben hier auf dieser Seite haben wir unsere Werkzeuge. Ein paar Werkzeuge habe ich euch vorgestellt, einfach mal. Das könnt ihr aber auch einfach mal nachmachen, einfach mal ausprobieren, ein bisschen mit rumspielen, ein bisschen rumklicken. Es macht vielleicht auch Spaß, mal so ein bisschen zu experimentieren. So, da haben wir die Werkzeuge, hier unten die Werkzeugeigenschaften. Hier links haben wir andockbare Dialoge. Da haben wir zum Beispiel den Ebenendialog, Pfade, Farben selber, Rot, Grün, Blau, bestimmte Farbverläufe, Paletten, und diese beiden habe ich euch vorgestellt. Der hier, der wichtigste von diesen andockbaren Dialogen, würde ich mal sagen, ist der Ebenendialog. Und der ist auch immer ganz hilfreich, aber das können wir uns ja auch mit STRG Z oder hier unter Bearbeiten, hier links oben, rückgängig machen, können wir das ja auch machen. Okay, das soll es mal für heute gewesen sein.
Ihr wisst jetzt, was Ebenen sind, ihr wisst jetzt, wo eure Werkzeuge sitzen, wo die Werkzeugeinstellungen sind, dass GIMP mit RGB-Farben arbeitet und das soll dann für heute reichen. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.